Mit dieser Enthüllung hat die Thüringer CDU wirklich einen riesigen Shitstorm ausgelöst. Und zwar hat ja Mario Vogt nicht nur einen Tag vor diesem riesigen Chaos in der ersten Sitzung des Thüringer Landtags eine Prozessvollmacht unterschrieben. Also ihm war genau klar, was hier gerade passiert. Aber jetzt wird es sogar noch krasser. Und zwar ist jetzt rausgekommen, dass ein Verfassungsrichter, von dem der Sohn CDU-Abgeordneter ist, nicht irgendein CDU-Mitglied oder so, nein, der Sohn eines von diesen Verfassungsrichtern, die natürlich am Ende solche Entscheidungen in Thüringen treffen, ist CDU-Abgeordneter des Thüringer Landtags. Ja, Sie haben richtig gehört, nicht irgendwer, der Sohn, das eigene Fleisch und Blut. Und jetzt wird es sogar noch krasser, der hat sich ernsthaft für nicht befangen erklärt. Er kann frei entscheiden, während der Sohn Abgeordneter der CDU ist. Lassen wir uns das mal auf der Zunge zergehen. Ein Verfassungsrichter, dessen Sohn CDU-Abgeordneter im Thüringer Landtag ist, der natürlich auch unbedingt will, dass die Entscheidung so getroffen wird. Da entscheidet der Verfassungsrichter ganz unbefangen und ganz neutral. Auch Polnius hat hierzu gerade eben schon geschrieben. Unter den Verfassungsrichtern bzw. stellvertretenden Verfassungsrichtern ist das Urteil einstimmig gefallen. Das heißt, jeder hat zugestimmt. Einer der entscheidenden Verfassungsrichter war dabei der Rechtsanwalt und ehemalige Thüringer Innenminister Jörg Gaibert. Gaibert ist jedoch nicht nur einstiger CDU-Politiker, sondern auch Vater des Thüringer Landtagsabgeordneten Lennart Gaibert. Lennart Gaibert ist damit zugleich Mitglied in der Fraktion des Antragstellers. Und dieser Verfassungsrichter hat auch gesagt und ganz klar auch hier zum Ausdruck gebracht, er ist nicht befangen. Laut mehreren, vor allem bekannten Verfassungsrechtlern, sagen die jetzt schon ganz klar, der hätte aus rechtlichen Gründen allein schon mal nicht an dieser Entscheidung beteiligt werden dürfen, weil wie unseriös ist denn das bitte, wenn der nicht nur von der CDU kommt, nicht nur Innenminister sogar noch war, sondern sogar sein Sohn noch zu den Antragstellern gehört. Weil was anderes ist es nicht, wenn sein Sohn zur CDU-Fraktion im Thüringer Landtag gehört und diese eben diesen Antrag gestellt hat, ja. Also es ist unfassbar, was hier jetzt eben alles rauskommt. Und vor allem, es geht ja noch weiter. Das ist nicht genug. Hier, jetzt wird es richtig krass. Klar ist jedoch, dass Gaibert auch von sich aus hätte tätig werden können und sich selbst aus der Entscheidung hätte herausnehmen können. Nach § 14 Absatz 4 des Gesetzes über den Thüringer Verfassungsgerichtshof hätte Gaibert sich selbst für befangen erklären können. So hat es sich 2021 etwa der Bundesverfassungsrichter Peter M. Huber selbst für befangen erklärt. Er erklärte mit dem entsprechenden Beschwerdeführer seit über 20 Jahren freundschaftlich verbunden zu sein. Seine richterliche Unabhängigkeit sei daher nicht gewährleistet. Und ich sag's jetzt auch mal, so offen und ehrlich, befangen zu sein ist nicht schlimm, solange man dann nicht an der Entscheidung beteiligt ist. Weil das ist nämlich der riesige Skandal. Ich meine, wenn man natürlich mit jemandem befreundet ist oder wenn es sogar noch das eigene Fleisch und Blut ist, der Sohn, du, ich würde wahrscheinlich selbst, wir würden wahrscheinlich alle selbst so handeln. Das ist ja klar wie sonst was. Das ist einfach der Mensch. Ja, der Mensch ist einfach so, dass er vor allem für seine Familie immer das Beste möchte. Und damit möchte ich hier nicht diesem Herrn Geibert vorwerfen, dass er das nicht gewahrt hat, dass es nicht neutral war. Ich möchte das nur mal allgemein feststellen. Und wenn man eben hier, ich meine, Bundesverfassungsrichter Peter M., das Beispiel, seit 20 Jahren freundschaftlich verbunden, es geht ja auch vor allem darum, wenn es am Ende des Tages dann rauskommt, ja, dann kriegen sie einen riesigen Shitstorm, wie es auch eben jetzt passiert ist, weil er sich eben nicht selbst für befangen erklärt hat, sondern da einfach beteiligt war. Und das ist natürlich der krasse Vorwurf. Und ich möchte nochmal wirklich ganz klar sagen, ich möchte ihm hier in keinster Weise seine Neutralität irgendwie in Frage stellen oder sagen, der war befangen oder so, möchte ich nicht machen. Die einzigste Botschaft, die ich hier mitbringen möchte mit diesem Video, dass die sich doch nicht wundern brauchen, auch die CDU, dass sie immer mehr an Vertrauen, auch die Gerichte an Vertrauen verlieren, wenn hier irgendwie rauskommt, dass einer, der früher bei der CDU war, Innenminister war, sein Sohn jetzt sogar im Landtag für die CDU ist, wenn das einer der entscheidenden Richter ist, der über einen Antrag der CDU, über die AfD, über den Thüringer Landtag entscheidet. Da brauchen Sie sich nicht wundern, dass das Vertrauen immer mehr schwindet und sowas natürlich hier einen riesigen Shitstorm für die CDU bedeutet hat.